Ja. Na, dann verwirft er sich, versucht er sich so nach oben wegzuziehen. Siehst du, genau diese Bewegung. Ja. So, und da muss er lernen, und das kann man eben dadurch so gut üben, dass man sagt, nee, hier, also immer mit dem Handballen. Ja. Siehst du, wie er sich da dagegen, also das ist, nein, nicht wegschieben. Kannst du ihn nicht einfach wegschieben. Sandy, sei anständig. Aber da ist die Seite ist das meiste Problem. Und das musst du halt üben. Ja. Und dann tust du dir viel leichter, wenn du das 5-6 Mal oder 10 Mal. Das ist halt auch der Muskelriss. Und ja, wenn du das vorm Reiten schon machst, nein, nicht so dagegen. Siehst du das jetzt? Weil der drückt ja immer dann sonst so nach oben, ne? Ja. Und dass er praktisch diese Bewegung lernt. Ja. Jetzt. Und dann ohne Druck, ohne Gewalt, einfach ganz locker. Okay. Und wenn du das 5-6 Mal machst, tust du schon beim Reiten leichter, weil er dann schon nicht, verstehst, wenn das schon locker ist, dass er nicht die ganze Zeit da oben so rausdrückt. Ja. Kau da auf. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es ist irgendwie ganz komisch verdreht, ich weiß nicht wie. Kriegst du das wieder hin? Ja. Echt? Oh, danke, das ist schon so lange so. Ich habe es nicht wieder hinbekommen. Ja, wenn man oft solche halt dann genäht hat, dann... Ah, okay. Danke, perfekt. Da hebt er den Rücken eigentlich. Ja. Und was mit Tollfindel das auch nicht? Nee, Tollfindel ist nicht. Die Mähne ist ein komplettes Spiegelbild im Rücken. Mhm. Komplett. Okay. Und zwar gehst du ab da, wo die Mähne aufhört, also hier, und dann schaust du, wo die Wechselpunkte sind. Ja. Und alle Wechselpunkte sind ein Anzeichen dafür, wo hinten was nicht stimmt. Ah, okay. Das heißt, hier wechsel danach. Ja. So, und das ist dann da, wo er hier irgendwie Probleme hat, ne? Ah, okay. So, und dann wechselt er hier, dann nimmst du den Abstand. Und du hast ihn dahin, das ist genau, wo der Wirbel ist. Ah, okay. Also das immer, wo die Mähne anfängt, kannst du komplett hinterklappen. Ah, okay. Also immer den Abstand nehmen und dann ist da was und da was. Aber das haben wir auch so schon vorausgefunden. Okay. Nur nochmal die Bestätigung. Ja. Und dann, wenn du zum Beispiel willst, dass er sich in die Rippen besser biegt, wenn er zum Beispiel beim Travers oder in den Wendungen oder so manchmal sich auf einer Seite nicht gescheit biegt, dann kann man auch hier so, siehst du, das ist wie, als würde ich so machen, mit der Hüfte, ne? Das ja. Ist, dass er so macht. So. Und das mache ich immer die ersten drei Rücken. Siehst du es? Da, diese Bewegung. Also praktisch, was er machen muss beim Travers, dass er praktisch so reinkommt mit der Hüfte. Okay, ja. Und das mache ich wieder auf beiden Seiten. Was ich zu tun habe. Da wäre ich aber richtig so. Super. Nein. Siehst du es? Ja. Na, jetzt macht er gerade fest. Der muss lernen, da jetzt. Yes. Dann merkst du auch, wenn er dagegen spannt, und der braucht das ja für Travers und so, ne? Dass er sich hier in der Hüfte rumkommt und nicht so irgendwie. Ja. Und dann auch, dass er das Becken abkippt, weil er immer so, dass sich so hinten streift. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon gezeigt, dass du zwei Haare so nimmst und dann so drückst. Und wenn du es von der Seite filmst, siehst du auch, wie er im Becken dann abkippt. Also auf jeden Fall sieht man, wenn man wieder. Ja. Also das ist wie wenn ich so mache. Ah, okay. Nee, das hast du mir noch nicht gezeigt. Also man sieht es am besten immer, wenn ich loslasse. Warte mal, ich lasse es mal los. Oh ja. Geht so rund. Der macht gar nicht gescheit, weil er spannt gerade dagegen. Und der muss eigentlich so machen. Das braucht er dann für Piaf und Passagen, so dass er wirklich drunter kommt. Und auch für versammelten Galopp, und so, dass er Last aufnimmt und nicht einfach so sich hinstellt und sagt so.
was richtig gut ist, ich habe es normal immer anders gemacht. Ich habe es normal immer so gemacht, aber noch besser als das. Siehst du, dass er wirklich den Rücken aufwirkt. Ja. Oh, das da sieht man es richtig gut. Ja, wie Katze Kuh. Da denke ich auch, Alter, was machen wir? Lass mich einfach in Ruhe, das schon mal gucken. Das sieht richtig krass aus. Ja, aber dass er praktisch das so macht und so, dass er, also dass er da flexibel kann. Ja, das. Ja, da denke ich auch, also. Ja, ich habe ihn leider davon nicht geputzt. Und was halt auch immer gut ist, wenn du die Schultern locker machst, da ist er echt gut, ja? Mhm. Also da kannst du so reingehen. Ja. Das habe ich dir schon mal gezeigt, oder? Mhm. Ja. Und so rechts und links. Oder halt dann so. Und wenn du nicht gescheit durchkommst, mache ich meistens noch mit Ellenbogen. Ja. Und fahr so locker durch, aber nicht mit Gewalt, einfach nur so locker, mhm. weil sonst fällt dir irgendwann die Hand ab. Ja. Das ist schon besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich nicht ganz durchgekommen. Okay. Und es muss eigentlich wie Butter gehen. Siehst du, dass du so mit der Hand, siehst du, da haut es mich schon raus, da komme ich schon gar nicht ganz durch. Da geht es noch ganz gut. Siehst du, und da gehe ich immer, eigentlich müsste ich so ganz locker bis runter so durchkommen. Ah, okay. Damit er halt wirklich für die Trabverstärkung aus der Schulter